Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Leuchtbuchstabenaufbaus. Ich habe hier mein E schon mal ausgeschnitten und ich habe hier auch die Lämpchen schon einmal durchgesteckt. Sie kommen nicht von der Rückseite, sondern das Ganze ist doppelt gearbeitet und die Kabel sind hier innen versteckt. Hier kommt es raus und ich habe inzwischen auch schon mal Batterien eingesetzt, um das Ganze einmal anzutesten, ob es auch tatsächlich leuchtet. Und hier sind die LEDs. Und sie leuchten. Ihr könnt es gerade nicht so ganz intensiv sehen, weil ich natürlich hier auch Studiobeleuchtung anhabe. Ich stecke hier einmal einen von den Bobbles drauf. Da seht ihr schon den Unterschied, wenn ich einen unbeleuchteten daneben halte. So, das Ganze wird natürlich noch angemalt und es kommt ein Rahmen drumherum, bis es dann nachher so cool aussieht. Ich glaube, bei mir werden es keine Streifen. Lasst euch mal überraschen. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was für ein Muster ich genau mache. So, also ich habe die Schablone ausgeschnitten, das Ganze zugeschnitten. Dann habe ich die Löcher reingebohrt, die Lampen reingesetzt, das Ganze geklebt und dann auch doppelt geklebt. Das seht ihr hier. Ich mache die Beleuchtung einmal wieder aus. Das funktioniert hier mit den Batterien. Einfach über den Schalter. Jetzt kommt hier mit dem Pappstreifen ein Rahmen drumherum. Da bin ich sehr gespannt, wie das hält. Das wird nämlich auch mit dem Klebeband verklebt. Und man geht wirklich die komplette Form nach und klebt alles einmal doppelt. So. Insgesamt sind zwei Pappstreifen dabei. Ich starte mit einem. Eben gucken. Praktischerweise ist es ja auch für das E hier demonstriert. Also es wird genau hier an die Kante gelegt und dann verklebt. Ich starte auch einfach mal hier oben. Da seid ihr auch dabei. Und ich knicke hier mal ein Stückchen um. So. Klebeband ist hier. Da ist glücklicherweise wirklich reichlich dabei. Dranlegen und hier hinten herumkleben. Dann läuft es hier weiter. Hier knicke ich das nächste Mal. Das Ganze bleibt ja im Verlauf. Also ich schneide das Ganze nicht zu, es wird einfach immer nur geknickt. Da bin ich wirklich gespannt, ob die Knicke sich gut machen lassen. Hier kommt jetzt ein ziemlich langes, einfaches Stück. Es geht ja einfach nur gerade runter. Ich zeige es euch hier einmal von vorne. So, ich habe jetzt den ersten Papierstreifen oder Pappstreifen komplett festgeklebt und er endet lustigerweise genau hier an der Kante von dem E. Und es geht weiter mit dem zweiten. Den setze ich jetzt hier einmal etwas doppelt an, dass ich den gleichen Bogen bekomme wie hier unten. Ich setze ihn noch etwas tiefer an, so bekomme ich ihn gar nicht fest, merke ich gerade.
So, ich habe das ganze E jetzt einmal eingewickelt und ich muss sagen, es sieht besser aus, als ich dachte. Ich hatte zwischendurch so ein bisschen Befürchtungen, aber jetzt, wo es komplett ist, finde ich es richtig cool. Ich schneide es hier jetzt einmal ab, also den Pappstreifen einfach einmal durchtrennen und dann stabilisiere ich das Ganze hier auch nochmal mit Klebeband. Sieht momentan ja noch sehr geflickt aus, aber da kommt natürlich noch überall Farbe drum. Hier innen auch noch mehr Klebeband. Also Klebeband kann man hier wirklich nicht genug verwenden. Ups. Mit dem Bauen bin ich jetzt fast fertig. Es wird jetzt nur noch angemalt. Ich klebe jetzt zum Schutz alle Lampen einmal ab. Dafür nehme ich auch wieder das Klebeband. Das ist wirklich ein absolutes Allround-Talent bei diesem Projekt. Kommt hier einfach immer drüber. So, alle gesichert und es geht jetzt los mit der Farbe. Ich habe hier ja eine ganze Reihe. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das auch alles reicht. Deswegen mache ich so ein bisschen einen Farbverlauf auf jeden Fall. Erstmal schauen, wie ergiebig die Farbe tatsächlich ist. Hier ist der Pinsel, der dabei war. Oh ja, das sind doch relativ kleine Töpfchen. Und da ist er mir auch direkt einmal auf den Tisch gefallen. So, ich mische erstmal Weiß und Rot. Ich hoffe, ich bekomme ein schönes Rosa. Ja, ein bisschen viel Rot wahrscheinlich. So, hier außen ist ja jetzt schon ein bisschen dran gekommen. Da fange ich auch einfach mal mit dem Malen an. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass die Farbe nicht wirklich reichen wird. Ich muss ja den Rand innen und außen anmalen und natürlich auch noch den gesamten Buchstaben innen. Und es muss auch so stark decken, dass man das Klebeband nicht mehr sieht. So, ich habe jetzt drei Seiten fast angemalt. Das Problem ist, die Farbe ist jetzt wirklich alle. Also meine Befürchtung hat sich leider bestätigt. Ich könnte jetzt natürlich die anderen Farben noch auch weiterverwenden. Ich habe ja noch Gelb, Blau, Braun und Schwarz übrig. Ich habe mich allerdings dazu entschieden, andere Farbe zu benutzen. Ich habe mir einmal hier die Sprühfarbe rausgesucht. Ich lasse den roten Teil jetzt einmal trocknen und dann gehe ich mit der silbernen Sprühfarbe über das komplette E einmal drüber. Es wird komplett silber werden. Ich denke, das ist ein ganz schöner Effekt dann zusammen mit den kleinen Lichtkügelchen. Und ja, dafür muss das E natürlich erstmal trocknen, also auf die nasse rosa Farbe. Natürlich keine silberne Sprühfarbe. Und ja, danach zeige ich euch das Ganze natürlich nochmal. So, inzwischen habe ich das E komplett angesprüht. Ich habe es trocknen lassen und auch hier die kleinen Birnchen draufgesetzt, also diese kleinen Bobbles. Und so sieht es jetzt fertig aus. Ich stelle es einmal hier hinten auf. Dann könnt ihr es komplett sehen. Es ist natürlich nicht perfekt. Man sieht an einigen Stellen das Klebeband auch durch die Farbe durchschimmern, so durchblitzen. Einfach weil hier die Struktur anders ist. Und
Ja, aber ich finde, es ist schon ganz cool geworden. Es ist, ja, es hat so einen selbstgemachten Charme, finde ich. Und dafür, dass das alles in einer Packung war, richtig cool. Naja, bis auf die Farbe. Aber da hätte ich vielleicht auch ein bisschen variieren können. Ich hätte es natürlich auch komplett bunt machen können. Mit den verschiedenen Töpfchen hätte es wahrscheinlich gereicht, um das komplett zu bedecken. Ich mache jetzt einmal hier das Licht an. Also, ihr seht den Unterschied. Die blauen LEDs gehen an und auch wieder aus. Es ist jetzt hier mit der Studiobeleuchtung natürlich sehr hell. Die schalte ich jetzt einmal aus und zeige euch das Ganze dann nochmal ohne Studiobeleuchtung. So, die Beleuchtung ist aus und das E geht an und auch wieder aus. Jetzt seht ihr den Effekt natürlich deutlich stärker. Und ich hoffe, euch hat das Video und natürlich auch das davor, wo ich den ersten Teil gezeigt habe, gefallen und Spaß gemacht. Wenn so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles natürlich unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten auf den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss! Peace.